Servus, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video. Ja, und wie ihr seht, heute mal nicht draußen auf Tour, sondern hier ganz profan aus meinem Studio oder aus meinem Büro besser gesagt, weil heute möchte ich euch mal mein Erste-Hilfe-Set vorstellen. Ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht um den Inhalt meines Erste-Hilfe-Sets und darum, wieso dieses Set für mich so gut funktioniert. Vorab möchte ich einmal sagen, ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Gegenstand in diesem Set euch bis ins Detail vorstellen. Ich habe dazu extra einen kleinen Artikel auf meiner Webseite veröffentlicht, den verlinke ich euch hier unten einfach nochmal. Da findet ihr alle Links zu den einzelnen Bestandteilen, zum Set selber und noch weitere Informationen im Allgemeinen zum Thema Erste Hilfe auf Wanderung, Erste Hilfe in den Bergen. Und ja, damit möchte ich auch direkt beginnen. Ihr seht, das Set ist ziemlich klein und das hat einen ganz wichtigen Grund. Ich habe früher, wo ich mit dem Hobby angefangen habe, auch große Erste-Hilfe-Sets gehabt. Das waren teilweise riesige Dinger mit 500 oder mehr Gramm. Aber ich habe mit der Zeit einfach festgestellt, dass es gewisse Verletzungen gibt, die mir so auf meiner Tour eigentlich nicht passieren. Ich werde weder in die Versuchung kommen, jemanden das Bein zu amputieren zu müssen, noch werde ich in die Versuchung kommen, eine schwere Schusswunde provisorisch stillen zu müssen. In der Regel auf Wanderungen und Bergtouren haben wir es mit Schnitten zu tun oder mit richtig fiesen Schürfwunden. Und genau dafür habe ich dieses Set mir zusammengestellt. Es ist natürlich weiter auch so, dass wir große Sets in der Regel nicht immer mitnehmen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Also dieses Set ist so klein, da kann ich wirklich sagen, das habe ich immer dabei. Das befindet sich bei mir immer im Rucksack im Deckelfach. Wenn meine Tochter einen Schulausflug hat, nehme ich das raus und schmeiße es bei ihr in die Schultasche. Das wiegt ja nichts, das Ding. Wenn meine Frau mit dem Mountainbike unterwegs ist, sage ich oft genug, hier, nimm diese Tasche einfach mit, schmeiße den Rucksack, gib sie mir abends wieder. Das ist wirklich so ein immer dabei Set und genau das hat sich für mich auch optimiert. Aber genug gequatscht, ich würde sagen, ich hole euch jetzt ran und wir gucken uns das Set mal hier im Einzelnen an. Die Grundlage für mein Erste-Hilfe-Set bildet das Tatonka First Aid School. Das ist so eine kleine Pouch, die ist etwas wasserabweisend, aber ich würde es jetzt nicht als wasserdicht bezeichnen. Ihr habt hier so einen kleinen Haken und ja, das war es eigentlich schon. Ich habe das Ding in erster Linie deshalb genommen, weil es von Abmessungen sehr klein ist, hat etwa die Rettungsdeckenabmaße und das hat mir ganz gut gefallen. Als allererstes sind bei mir alle Sachen rausgeflogen, die da drin waren, weil ich sie einfach für meine Zwecke nicht gebrauchen konnte. Ja, dann habe ich hier drin immer einen Nagelknipser. Ja, den habe ich irgendwie immer dabei, schon allein, wenn man mal so einen eingerissenen Nagel hat, da mag ich das ganz gerne, wenn ich einen vernünftigen Nagelknipser habe, um das zu entfernen. Eine Zeckenschlinge habe ich immer dabei, man brauche ich nicht viel zu sagen. Bin bei Zecken, Anti-Zeckenmitteln immer so doppelt abgesichert, das heißt, ich habe eine Schlinge dabei und ich habe auch Zeckenhaken dabei, da kommen wir aber gleich zu. So. Das Wichtigste in meinem Set ist das Ypsilast, ist der Ypsilast Schnellverband in der Größe 2. Es ist ein ganz pfiffiges kleines Teil. Diejenigen von euch, die die Uriel-Bandage kennen, werden die Vorgehensweise kennen. Es ist also ein Verband mit der Kompresse und einer Verschlussmöglichkeit, womit ihr euch quasi selbst verbinden könnt. Das seht ihr quasi auf der Rückseite. Ihr könnt euch da quasi selbst einen Verband anlegen. Und hier ist eben alles drin, was ihr braucht. Leider nicht wasserdicht verpackt, aber für meine Zwecke überhaupt kein Problem. Dann habe ich einen sterilen Wundverband für etwas größere Wunden, wenn ich die mal abdecken muss. Das ist ins Prinzip ganz wichtig für Schürfwunden. Wenn ihr mal eine größere Schürfwunde habt, dann könnt ihr die Schürfwunde damit halt steril abdecken. Und ja, das passt auch ganz gut. Von den Abmessungen her. Hier das gleiche nochmal etwas kleiner. Das heißt, ich habe dann zwei verschiedene Größen dabei. Und damit kann ich schon mal wichtige Wunden direkt verarzten oder abdecken. So, jetzt muss ich mal eine ganze Gerümpel hier rausholen. Kommen wir dann nach und nach zu. Ja, hier habe ich noch die genannten Zeckenhaken.
Wer von euch einen Hund hat oder eine Katze, der kennt die Dinger sicherlich und ich finde die auch ganz praktisch. Ganz wichtig ist, in manchen Internetforen liest man, ihr greift damit die Zecke und dreht die raus. Nein, eine Zecke hat kein Gewinde, also nichts drehen, sondern drunter packen und rausziehen. Das war's. Ja, und je nach Situation arbeite ich halt auch viel lieber mit der Schlinge. Aber ich habe da, wie gesagt, beides mit, um mich da gut zu schützen. Ja, dann habe ich zwei Ypsilin-Desinfiziertücher mit, ganz einfach, um die Wunde mal zu reinigen. Und verschiedenste Sorten Pflaster, einfach Fingerkuppenpflaster, normale Pflaster, also eigentlich viel zu viele, um eben die kleinen Wehwehchen abzudecken. Und für größere Schnittwunden habe ich noch Leukostrips mit. Also das sind diese Wundnahtverschlüsse, mit denen man ja eine große Wunde quasi zuziehen kann. Kennt ihr vielleicht, habe ich wie gesagt auch immer 10 Stück mit dabei. Wenn ich mal eine größere Wunde habe, dann kommen die zum Einsatz. Ja, dann finde ich sehr, sehr wichtig, auch in Bezug, wenn man mal eine Zecke hat, ein kleiner Spiegel. Der ist hier noch original verpackt hier von Osprey. Der war mal bei einem meiner Rucksäcke dabei. Passt auch ganz gut von der Größe. Da kann man auch mal, wenn man sich selber verarzten muss, mal in Stellen gucken und an Stellen gucken, wo man so vielleicht nicht direkt hingucken kann. Daher finde ich das sehr, sehr wichtig, einen Spiegel dabei zu haben. Ja, dann noch Geld. Ihr glaubt nicht, wie oft mir schon passiert ist, dass ich auf einer Tagestour in den Bergen unterwegs war. Auf dem Rückweg ist mir mein Trinkwasser ausgegangen oder ich hatte einfach Bock auf ein kaltes Bier, bin an einer Hütte vorbeigekommen, hatte kein Portemonnaie dabei. Und so habe ich immer ja, so ein bisschen Notfallgeld in meinem Erste-Hilfe-Set, wo ich dann eben sagen kann, okay, da kann ich mir jetzt hier noch ein kaltes Bierchen gönnen. Ja, dann zwei Sorten Schmerztabletten. Von der Stärke her unterschiedlich. Einfach, wenn es doch mal ein bisschen heftigere Schmerzen sind, dass ich da die Möglichkeit habe, für die Nacht oder was weiß ich, mir eine Schmerztablette anzuwerfen. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, was ich sehr, sehr selten in Erste-Hilfe-Sets sehe, sind ja Durchfallmittel. Also ich finde es sehr, sehr unangenehm, wenn ich zum Beispiel auf einer Übernachtungstour wäre oder irgendwo am Berg und hätte plötzlich eine Durchfallattacke. Ja, das ist keine schöne Sache. Von daher habe ich immer auch Durchfallmittel dabei, was schnell wirkt und was mir die Möglichkeit gibt, einige Stunden zu überbrücken. Ja, ihr seht schon, das ist nicht ganz so viel, was ich dabei habe. Und, ach ja, da ist noch, hat sich noch was drin versteckt. Das ist aber eher so eine persönliche Sache. Ich habe immer noch ein Riopan Magengel dabei. Ganz einfach deshalb, weil bei manchen Sachen, wenn ich die abends esse, kriege ich Probleme mit dem Magen. Das ist aber eher so eine persönliche Sache. Die muss man jetzt nicht da reinpacken. Ich habe es immer mit drin für den Fall, dass ich mal unheimlich Sodbrennen habe oder sonstige Magenprobleme. Das soll es dann für dieses Video zum Thema Erste-Hilfe-Set schon gewesen sein. Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, ihr findet einen Link mit allen genauen Artikeln, die sich hier drin befinden, auf meiner Webseite. Die URL packe ich euch einfach nochmal hier drunter, damit ihr das Ganze griffbereit habt. Wenn euch da das ein oder andere Teil interessiert, schaut auf der Webseite nach. Bei Fragen einfach dort in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alles sehr, sehr gerne. Und vielleicht ist dem einen oder anderen da draußen jetzt aufgefallen, dass ich gar keine Rettungsdecke dabei habe. Und da sehe ich schon die Ersten, die jetzt in die Kommentare schreiben, ja, du musst eine Rettungsdecke dabei haben und die fehlt, die muss unbedingt da rein. Und da gebe ich euch recht, im Prinzip gehört eine Rettungsdecke immer ins Erste-Hilfe-Set. Aber in meinem Fall ist es einfach so, dass ich zusätzlich zu dem Erste-Hilfe-Set immer einen Biwaksack dabei habe. Und ich habe nicht so einen Low-Budget-Biwaksack dabei, den man nach einmal nutzen wegwerfen muss, also so quasi eine zugenähte Rettungsdecke, sondern ich habe verschiedene hochwertige Biwaksäcke, die alle von innen Alu bedampft sind oder beschichtet sind, um die Wärme zu halten. Und das ist eben mein ja, Ausrüstungsgegenstand, den ich mitführe, um ja, den Wärmeerhalt zu gewährleisten. Es ist nur einmal so, ich sitze ja nicht irgendwo abseits der Zivilisation, wo ich 14 Tage in Norwegen unterwegs bin, ohne medizinische Versorgung vielleicht, oben am Polarkreis, sondern da, wo ich mich bewege, auf den Touren, wo ich mich bewege, habe ich in der Regel in maximal bei schlechtem Wetter 12 bis 24 Stunden medizinische Hilfe vor Ort oder kann medizinische Hilfe selbst erreichen. Für mich ist also der Anspruchspunkt, den mein Erste-Hilfe-Set erfüllen muss, ich muss
Schnittwunden behandeln können, ich muss Schürfwunden behandeln können, vielleicht auch mal eine etwas heftigere Schnittwunde. Und ich muss vielleicht mit einer Verletzung mal eine Nacht unangenehm am Berg überstehen. Und ja, genau das ist mit meiner Ausrüstung meiner Meinung nach ganz gut möglich. Ich habe da für mich die meisten Anwendungsfälle abgedeckt. Und natürlich macht eine Rettungsdecke als zusätzliche Option immer Sinn. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Ich habe für mich halt entschieden, dass ich keine mitnehme. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der ein oder andere von euch konnte ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr über das Thema Erste Hilfe diskutieren möchtet, wenn ihr mir erzählen möchtet, was ihr für Erste Hilfe Sets nutzt, was ihr dabei habt, schreibt es gerne mal einfach unten in die Kommentare und Kritik. Wenn hier irgendwas Mist ist in dem Set, weil es gar nicht richtig funktioniert, kann natürlich auch gerne unten in die Kommentare. Da können wir uns dann alle gemeinsam drüber unterhalten. Ich werde jetzt noch ein zweites Video abdrehen. Einige von euch haben nämlich noch nach meiner Sunto-Uhr gefragt. Über die werde ich noch ein Fazitvideo drehen. Und das kommt dann in der nächsten Woche an dieser Stelle. Also abonniert den Kanal, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann schon hoffentlich bald wieder. Ciao!